Heute sprechen wir darüber, was du tun solltest, wenn du entweder körperlich oder mental dir es aktuell einfach nicht gut geht oder du dich einfach nicht gut fühlst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute möchte ich euch mal mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, was mir persönlich auch sehr, sehr stark am Herzen liegt, weil ich auch in der letzten Zeit bei unseren Coach-Teilnehmern immer wieder vereinzelt merke, dass der ein oder andere da aus den verschiedensten Gründen es einfach gerade emotional nicht gut geht oder man einfach auch gesundheitlich durch den Winter und so weiter angeschlagen ist und da ganz oft immer die Frage aufkommt, oh Leo, ich fühle mich gerade zum Beispiel mental nicht so gut oder ich fühle mich körperlich nicht so gut, ich bin ein bisschen krank, aber ich habe jetzt eine Klausurenphase und ich muss Gas geben und ich habe sowieso von mir selbst aus auch immer den Druck, das Gefühl zu haben, ich muss mehr lernen und ich müsste mehr machen und so weiter. Wie soll ich damit umgehen? Ja, und da möchte ich euch mal ein ganz, ganz wichtiges Prinzip mitgeben, was ich eben auch in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv mit unseren Coach-Teilnehmern besprochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ein wahnsinnig großer Bedarf da ist und viele das einfach missachten. Und weil sie es missachten, ja, weil sie dieses Prinzip missachten, sie auf der einen Seite sich entweder mental oder körperlich nur noch tiefer, sag ich mal, ins Unglück stürzen und der Zustand nur noch schlechter wird, sie aber gleichzeitig nicht bessere Ergebnisse erzielen. Ja, und das folgende Prinzip lautet wie folgt. Wenn du sagst, du möchtest Sache A machen, ja, das bedeutet zum Beispiel, du möchtest lernen, du möchtest dich auf die Klausur vorbereiten, du möchtest wieder Gas geben, dich wieder fit fühlen und so weiter, ja, das ist Sache A. Aber Sache B, der Fakt, dass es dir gerade mental, emotional oder eben körperlich, physisch nicht gut geht, ja, hält dich davon ab, Sache A zu machen, weil, sind wir ehrlich, wenn, was auch immer, keine Ahnung, bei dir ist gerade eine Beziehung auseinandergegangen, du hast mit deinen Eltern irgendwie Stress, dir geht es persönlich auf Basis von mentaler Gesundheit nicht gut, egal was ist, ja, du kannst dich dann einfach nicht richtig darauf konzentrieren, wirklich einfach deine Schulsachen vernünftig zu machen. Es ist so, das heißt, die Sache B blockiert Sache A. Der Fakt, dass du mental gerade einfach nicht wirklich auf der Höhe bist, blockiert den Fakt, dass du lernen wollen würdest, dass du wieder mehr Gas geben willst, dass du dein Notenziel erreichen möchtest. Oder eben auch auf gesundheitlicher Ebene. Ja, wenn du einfach nicht fit bist, du vielleicht sogar Fieber hast, du hast einfach nur Männerschnupfen oder was auch immer es ist, ja, oder du merkst gerade wirklich einfach, boah, mir geht es gerade überhaupt nicht gut, ja, du frierst die ganze Zeit und so weiter, dann kannst du dich auch nicht wirklich auf deine Schulsachen konzentrieren. Weder im Unterricht, noch in der Klausur, noch daheim beim Lernen. Ja? Und was viele Menschen dann eben falsch machen, ist, dass sie diese Sache B, ja, die sie von Sache A abhalten, also zum Beispiel, dass man entweder mental oder körperlich gerade einfach nicht hundertprozentig gesund ist, dass man diese Sache versucht so ein bisschen zu überspringen, um schneller Sache A machen zu können. Das heißt, anstatt sich irgendwie, keine Ahnung, mit den entsprechenden Personen auszusprechen, die einen gerade emotional noch belasten. Man sich aktiv darum kümmert, dass es einem einfach auch mental besser geht. Oder man sich körperlich einfach ein bisschen zurücknimmt, einfach mal schläft, einen Tee trinkt, keine Ahnung, vielleicht auch mal ein Medikament nimmt oder was auch immer, um zu sorgen, dass es einem besser geht, ja, schiebt man diese ganzen Sachen gerne weg, versucht es quasi so ein bisschen runterzudrücken, um einfach mehr zu lernen, sich trotzdem hinzusetzen und so weiter. Aber der Fakt ist das, es funktioniert nicht. Ja. Wenn du unbedingt, um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, um das noch klarer zu machen, wenn du unbedingt mit deinem Auto richtig schnell fahren willst, ja, aber die hinteren beiden Reifen sind platt, ja, dann ist der Fakt, dass die beiden Reifen platt sind, dieses Problem B, ja, und du kannst noch so sehr jetzt schnell fahren wollen, du wirst mit diesen platten Reifen niemals so schnell und vor allem nicht sicher fahren können, wie wenn du, und das ist jetzt eben auch die konkrete Lösung, auch in dem Schulkontext, du dich um Sache B kümmerst. Ja, du kannst nur mit diesem Auto wieder schnell fahren, wenn du erstens einmal anhältst, zweitens in die Werkstatt fährst und drittens diese Reifen wieder reparieren oder eben aufpumpen lässt und dann kannst du auch wieder Gas geben. Ja, und das Gleiche gilt eben auch, was ich eben auch all unseren Coach-Teilnehmern gesagt habe, genau das Gleiche gilt dann eben auch nur für die Schule. Wenn du gerade emotional dich irgendwas super stark belastet, kümmere dich darum, dass du die Sache so gut wie möglich löst. Klar, wenn es irgendwann mal Stress gibt und man da auch nicht mehr machen kann oder einfach eine Trennung passiert ist und man da in gewisser Maße auch noch Liebeskummer verarbeiten muss, klar, das ist auch so eine Sache, die reift auch einfach mit der Zeit. Ja, aber versuch einfach alle Dinge zu tun, die gerade in deiner Macht stehen, damit diese Sache, dieses Problem B, sag ich mal, besser wird. Und zum Beispiel deine mentale Gesundheit eben besser wird. Das gleiche eben auch bei der körperlichen Gesundheit. Natürlich, da kannst du nicht schnipsen und irgendwie einen Tag durchschlafen, dann bist du wieder gesund, ja, obwohl es auch sehr, sehr viel hilft. Da ist auch so, dass manchmal ist einfach auch Zeitbedarf und da kannst du auch wieder ein bisschen was für die Schule machen, wenn du dich danach fühlst. Aber mach eben nicht den Fehler, immer nur Schule zu machen und dich drüber zu pushen, anstatt einfach, und das solltest du eben auf jeden Fall tun, um die Sache eben auch zu lösen, den vollen Fokus deinem Körper zu widmen, wirklich zu schauen, dass du dich bestmöglich regenerierst und dass du so, ja, dann eben auch im Detail es schaffst,
einfach auch gesund zu werden, du dich wieder gut fühlst und dann eben auch wieder mit Lust und Bock auf die Schule zugehen kannst, eben auch wieder durchstarten kannst, dich gut fühlst und dementsprechend auch wieder bessere Ergebnisse erzielen kannst. Ja, und wenn du genau das eben schaffen möchtest, wenn du vergleichbare Prinzipien eben auch von mir im Detail personalisiert auf deine Individualisation zugeschnitten, von mir persönlich gecoacht bekommen möchtest, dann wirb dich sehr, sehr gerne bei uns auf unser Traumabitur-Coaching, weil wir genau da eben immer wieder solche Dinge besprechen. Ich eben auch im Detail auch den Überblick über alle Coaching-Teilnehmer habe und wirklich schauen, okay, wer braucht gerade was, was sind vielleicht auch Parallelen, die zwischen verschiedenen den Teilnehmern auftreten, wo viele vielleicht auch den gleichen Fehler machen, um die Schüler eben auch genau davor zu bewahren, dass du dich eben besser fühlst und du bessere Noten schreibst. Genau dafür stehen wir und genau das machen wir tagtäglich. Und wenn du Bock hast, da dabei zu sein, dann bewirb dich einfach auf den Link unter diesem Video, erster Link in der YouTube-Beschreibung, leoeckel.de, einfach draufklicken, du kommst auf unsere Webseite, kannst dich auf unser Coaching bewerben und dann können wir eben da auch im Detail schauen, wie wir da gemeinsam arbeiten können, eben dafür sorgen können, dass es dir gut geht und dass du die Noten schreibst, die du dir vorstellst. Ja, deswegen in diesem Sinne, sehr, sehr gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung klicken, auf unsere Webseite gehen, leoeckel.de, dich dort für unser Coaching bewerben und dann schauen wir mal, wie wir konkret zusammenarbeiten können, sofern wir das Gefühl haben, dass wir dir auch im Detail helfen können. In diesem Sinne, denk dran, mach's gut, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.